Komm. Wir müssen jetzt einmal alle aufs Maul kriegen. Okay. So eine Runde, wo wir alle von Meyers gefetzt werden. Okay. Ich meine, das muss nicht sein, aber... Wir hatten noch keinen Meyers bis jetzt, ne? Nee, wir hatten die Nerfs, den Fallensteller, den Geist und noch mal den Meyers irgendwie genervt oder was ist da passiert? Genervt. Eigentlich nicht, aber ich glaube, wenn das passiert, dann wird dann keiner mehr spielen. Und dann wird es richtig Shitstorm geben, Alter. Das läuft über uns. Wäre mir egal. Es gibt doch immer Shitstorm. Echt mal. So, the last round today. Okay. Mal schauen, was wir jetzt schaffen und was nicht. Haut mal alles raus, was ihr habt. Nein, Spaß. Warte mal, dann muss ich eben kurz auf Toilette gehen. Oh nein. So war das, glaube ich, nicht gemeint mit dem Raushauen, alles, was du hast, aber okay. Dann finde ich dann in Seven Days to Die deine Scheiße in der Toilette. No, lecker. Dann, weiß ich ja, welche Fäkalien ich vorhin aufgehoben habe. Mm-hmm. Ja, ihr habt durch Seven Days to Die. Fäkalien! Da kommt Vera entwehen und dann ist das eh vorbei. Ey, hast du gehört, Peter spielt Seven Days to Die? Ach ja, Leute. Oh Mann, ey. So. Ich bin Level 9. Nein, ich wollte gerade auch skillen hier. Hättest du mal nicht bereit gedrückt. Ich habe auch mein bereit wieder rausgenommen, als ich geskillt habe. Ich bin aber breit. Bist breit. Ich habe so viel gesoffen. Du bist richtig besoffen, Alter. Kann auch nochmal auf Unready drücken. Ich bin so breit. Ich habe schon Matchranking gedrückt. Ey. Ich nicht. Ich bin so breit, ich habe einen halben Liter Milch getrunken heute. Oh. Ich habe gar keine Milch getrunken heute. Ich habe keinen Kakao gehabt heute. Oh nein. Dafür hattest du Tee. Ich hab Kuchen. Das stimmt. Ihn. Ich habe auch noch diverse Metsorten. Nehme ich. Alle beide. Bacardi habe ich auch noch da und Spekulatius. Nehme ich auch. Ich bin echt gespannt, wie der schmeckt. Spekulatius kann gut sein. Das sagt nicht, ich hatte mal Marzipan-Likör, der war richtig ekelhaft und ich liebe Marzipan normalerweise, aber dieser Likör war echt. Bewahr was von diesem Marzipan-Likör auf und dann sauf ich den irgendwann mal leer, wenn irgendwann dann wanne. Ich hab keinen. Boah. Ich hab lediglich nur noch diesen Cookie-Feigling im Kühlschrank schon seit 3 Jahren. Das stimmt noch gut. Oh. Das ist Alkohol, ich glaube Alkohol wird nicht so schnell reicht. Schlecht. Ja, genau, er kann noch besser werden. Er wird nur besser. So. Wenn ich mir überdenke, ich habe hier gerade über meinem Monitor eine kleine, also eine Feigling-Nacharbe hängen. Ihr würdet gleich das Glück aller Überlebenden, okay. Oh, danke. Bravo! Woo! Jetzt werden wir gleich alle hängen und dann war ich umsonst. Das heißt, wir gewinnen im Lotto, yay. Boah, geil! 5 Euro im Lotto gewonnen! Yay! Yeah. Reicht gerade, um das nächste Lotto-Ticket zu bezahlen. Boah, teuer sind die jetzt auch nicht, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hab schon so an, wenn du glaub, so Lottoschein ausgefüllt hast. Ich glaube, so ein Lottoschein kostet 6 bis 7 Euro. Ich weiß es nicht. Meine Großeltern haben jahrelang Lotto gespielt und tun es, glaube ich, immer noch. Ich weiß es nicht. Lass mich hören, wenn sie es gespart hätten, hätten sie eine Billion. Damals noch zu D-Mark-Zeiten, liebe Kinder. Bei mir fehlen wieder die Wände. Warum stehe ich direkt neben meinen Haken? Hatte ich eben auch. Oh nee, ich habe ja meinen Charakter hier verpackt. Ich bin direkt beim Ausgang. Cool, kann er meine aufmachen direkt schon? Ich bin auch direkt neben dem Ausgang. Ich glaube, wir haben einen Geist. Wir haben den Ghost. Hallo, es ist der Geist. Hallo. Ich habe gerade was gehört. So. Hallo. Oh, guten Tag. Mein Charakter ist übrigens wieder verbuggt. Da denkt sich jetzt der Geist auch nee, nicht die schon. Ja, das ist von dem. Also, wenn's Cake Sassy ist, dann wissen wir es. Hinter uns. Hä? Was? Doch. Ich hab sie gehört. Ey, renn doch nicht zu mir! Echt mal, Basti. Oh, wunderschöne Reifen, die könnte ich gebrauchen. Sind da Winterreifen neu? Zuletzt geht der Radfahrer bis zum maximal schon. Hey, warum ist meine Toilette nicht um, Alter? Ich steht da, drücke Space. Ich drücke auf Space und er macht einfach nichts. Steht da rum, guckt den Geist und die Palette und denkt sich so, Wayne. Drücken Sie Space, haben Sie ein Space Shuttle Ship bei sich? Ich wollte jetzt sagen, hast du den Haken nicht gesehen? Nein. Wo ist er hin? Er guckt dir die Schränke. Er ist weg gegenüber von dir. Vorsicht. Er stalkt mich so ein bisschen. Glaube ich. Ich höre ihn immer noch. Ja, bitte. Hi. Da ist er schon. Hi. Ey. Passt auf, ihr beiden da hinten, ne? Ach. Fick dich doch! Hässige Kackbratze! Bin nur gut im Sterben, nicht gut im Überleben. Ja, das glaube ich dir.
Kann man nicht sagen, sterben wir mit Freunden? Die müssen den Modus einführen, sterben mit Freunden, dann bin ich der King. Ah super, ich kann mein Ding nicht benutzen hier. Dein Ding solltest du auch lieber... Schütteln. ...drin lassen. Echt? Hm. Ja, vielleicht verwirrst du den mal ja damit. Ist kalt draußen. Ja, ich kann mein Medi-Dings da nicht benutzen, weil es verbuggt ist. Der geistert hier noch rum. Kannst du auch die Brusthypnose anwenden. Einfach mal so die Brusthypnose. Er stalkt mich und macht so einen auf Haifisch. Ich hab letztens hier, Also es ist ein Haifischgeist. In einer Casual-Folge gab es er kommt in deine Brusthypnose. Richtung. Sind wir noch bei dir? Ja. Adam. Wie weit ist der Weg? Und tschüss. Oh verdammt, ich war zu langsam. Sorry. Ja, aber kann man nichts an ändern. Ich mach den Generator, der hier vorne steht. Kann ich hier mal irgendjemand klack, helfen? Klack. Ich weiß auch nicht. Klack, klack. Ist er bei dir? Warte, du stehst irgendwie nur knapp 10 Meter von mir entfernt. Geopfert. Wie weit ist denn der weg von dir? Ach, weit weg. Ich höre nur ganz leichtes Herzklopfen. Ich hab starkes Herzklopfen. Der wird jetzt zu mir kommen. Da ist er bei dir. Oli, der wird jetzt zu mir kommen. Der ist hinter dir, aber der ist weit genug entfernt. Weit genug. Perfekt. Versucht euch zu verstecken und euch zu heilen. Ja, warte. Er ist direkt hinter mir. Ja, ich renne. Ich wollte gerade sagen, renn ihm genau wieder rein. Oh, fuck. Der ist schneller. Und schlau. Nochmal. Aber ich bin noch nicht sofort tot. Nee, du musstest doch nicht spacen. Ja, war noch nicht spacey. Ich versuche gerade im Alltag die Generatoren zu machen. Aber es bringt glaube ich. Er haut nach links ab. Ich glaube, es ist wirklich eine, wir sterben alle Runde. Mit Pech haben. Er ist vor dir. Ja. Ich will auch sagen. Hättest du mir wirklich sagen, das wusste ich nicht. Oh. So, er ist vor dir. Dann hau ich ihn erstmal voll in die Fresse. Feier, versuch! Ja. Irgendwo abzuhauen, damit ich dich nicht heilen kann. Wenn man Generator hoch, was er gerade war. Ich bin an einem anderen Generator. Kannst du nicht mal irgendwie helfen? Also Fire ist gerade bei so einem kaputten LKW. Der hat so einen kaputten LKW bei einem Generator. Das Problem ist, ich kann es schlecht wieder zu ihm, weil ich verletzt bin. Ich muss dich trotzdem erstmal heilen. Fire, Brother muss halt noch kurz ausharren. Ne? Ja. Wo ist der denn? Ist jetzt von dir aus gesehen hinter dir. Hinter mir? Weiter, also ein ganzes Stück hinter dir. Er geht jetzt auf Brother zu, am Haken. Nein, feier nicht! Hängt er da hinter einem Baum und wartet. Und wird vom Geist gesehen und geschlagen. Woher wusste er, oh nein, wo Leute! Das eventuell hat er diesen Perk, dass wenn einer hängt, dass er die anderen sieht, wenn wir Pech haben. Er lässt dich liegen, Brother muss kämpfen, denkt, ich hol Brother. Also ja, er lässt Fire aber liegen, weil er denkt, ich hol Brother. Nee, der hängt hier rum bei Fire immer noch. Ich bin eh gleich tot, wenn er einen Haken findet. Wahrscheinlich findet der einen. Soll ich fallen lassen? Ah, mein Arm ist tot. Nee, ich hoffe ihn nicht. Wickel, oh scheiße, das war's. War der Geist mal richtig blind, weil ich bin direkt an ihm vorbeigelaufen. Vorsicht, er kommt. Er hat sich unsichtbar gemacht. Ich werde es nicht schaffen, dich. Ja, ich hab's gehört, ich werde es auch nicht schaffen, ihn zu heilen. Okay, nice. Warum nicht? Hat doch prima funktioniert. Bitte, der wird ihn. Bitte das. Renn ihm jetzt nicht in die Arme, der ist da irgendwo links. Er ist da, er kommt runter, er kommt zu dir, er ist getarnt. Ich hab ihn gerade gesehen, sein Geschimmer. Er ist jetzt zu dem Haken gerannt, er ist jetzt da. Nein! Nicht, fuck. Oh. Och nein, Brother, bitte. Ich hab dich gerade erst geheilt. Es ist fast wie, ich hab hier gerade erst... Bäm! Voll in die Fresse gerannt. Oh, du bist beim Generator, wie oft das war. Wir sterben alle in derselben Ecke, habe ich das Gefühl.
Sorot ist gleich die einzige, die überlebt hier. Ey, Luke in Time wieder. Ja, das war's. Ja. Ist die Frage, wo ist die Luke? Irgendwie hatten wir die Situation schon mal. Nur diesmal haben wir leider keinen Bug, den wir ausnutzen können. Wo ist die Luke auf dieser Scheißkarte? Ach Leute, was macht ihr denn mit mir? Allein lassen offensichtlich. Psst. Willst du die Krähe da oben mal streicheln? Nein. Wenn noch ein Generatorgeschäft hätte man die Luke schon vorher gesehen. Herr Gewalt hat ja gerade sein Briefpapier. Ich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Pokalspiel. Mama, wir erhöhen die Ticketpreise. Der steht hinter dir, oder? Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade irgendwie einen Verflimmern gesehen, aber nein. Sie haben auch nichts Besseres. Das müssen wir jetzt so kommentieren wie ein Fußballspiel. Und der Killer erhöht wieder die Ticketpreise. Oh mein Gott. 1 Euro. Wir sehen natürlich beide Mannschaften wieder in Topform aufgestellt. Der Killer eingekauft für 3 Millionen. Waren es die 3 Millionen wert? Dann weiß ich ja, wer ihn gekauft hat. Ist ja also nicht normalerweise. Ich hab das Geld nicht. Wollte gerade sagen, seid ihr nicht eher dafür zuständig, Dinge zu verkaufen, die mir gehören? Ja, den haben wir bei dir im Lager irgendwo gefunden und dann verkauft. Ja, oh, okay. Ich glaube es, aber nur er hat die Luke gefunden. Das ist gut. Er hat sich nämlich gerade erstmal wieder unsichtbar gemacht. Das heißt, wenn du den Killer findest, findest du auch die Luke. Und damit schalten wir zurück ins Studio zur Halbzeitanalyse mit Vortex. Was sagen Sie zur Leistung der Mannschaft heute? Ja, also die Leistung war an sich schon nicht schlecht, ne? Aber sie haben gekämpft, sie haben gefightet, sie haben ihr Bestes gegeben, sie haben sich richtig ins Zeug gelegt, doch am Ende ist da noch deutlich Ausbaupotenzial und wir müssen ein bisschen mehr an der rechten Rückhand arbeiten, aber das kriegen wir doch mittelfristig auch noch irgendwann in den Griff. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben die Jungs und Mädels sich ganz gut angestellt und ja... ein bisschen mager war es dann so gegen Ende der ersten Halbzeit, aber das kann nur noch besser werden. Das scheiß Mädel kämpft immer noch um ihr Überleben. Ja, das scheiß Mädel kämpft immer noch um ihr Überleben. Habe ich gerade gehört, live aus dem Livestream und hier kommt gerade eine Sondermeldung rein, ja. Helikopter ist kaputt. Genau, ja, oh, ich musste gerade hören, der Killer hat dummerweise ganz, ganz, ganz schwere Bauchschmerzen gerade bekommen und hat Durchfall und musste leider das Spiel verlassen. Er bleibt aber trotzdem. Ausgewechselt dafür wird der Fallensteller, kommt jetzt, hat sich gerade aufgewärmt vom Michael Myers ist auch wieder am Start, Michael Myers wärmt sich frisch schon poliert, auf. Sie glänzt im Sonnenlicht, was ihm nicht sehr viel nützt, denn auf der Düstung. Könnt ihr mal bitte kurz ruhig sein? Warum, was willst du hören, das Glockenspiel? Hört sich schön an. Er hat die Luke gefunden. Ja, vielleicht möchte ich hier sagen, hier. Ja, sagen wir so, er muss dich zweimal hauen. Du könntest einfach reinspringen. Ja, kannst du es schaffen. Ihr glaubt. Wo ist er denn? Dich. Er ist auf jeden Richtung Fall irgendwo Maisfeld. Beim Blickfeld. Ich würde weiter sagen, so weiter in die Richtung. Es gibt hier kein Maisfeld. Feld, also weiter so in die Richtung da. Oh, guck mal, wo der steht. Rechts oben auf dem Hügel. Und da ist die Luke. Oh, ich sehe ihn nicht. Da oben ist er, da muss die Luke sein. Sonst wird er da nicht kampieren. Ach, da, okay. Dann geh doch mal dahin. Ich versuch's, ohne dass er mich aber sieht, weil... Wenn er direkt hinter mir ist, hat das getan, Sinn. Glaube ich. Blöde Gefühl, der hat mich gesehen. Ich sag mir nicht, die Luke ist wirklich auf dem Berg. Krieg ich einen Kotzen. Oder er hat sich nur dahingestellt, damit er besser einen Überblick hat. Ja, aber er hat ja da oben auch die ganze Zeit gebimmelt wie so ein Irrer. Und der will dich nur austricksen.
Das kann auch sein. Da ist er. Er hat dich gesehen. Er ist hinter dir. Go, go, go. Gucken wir uns mal, ob da oben die Luke ist oder nicht. Mehr als sterben kannst du sowieso nicht, also einmal hochlaufen und jo. Schauen. Ja, mal gucken, wie es da oben so aussieht, die Luft da oben ist. Klar. Sie war nicht hier. Also vielleicht hat er den Luke einfach gar nicht gefunden und hat sich gedacht, ja komm, vielleicht denken sie das ja, ne? Ich hab keine Ahnung. Nein! Nein! Da ist sie! Verschaffst oh, ich glaube, das läuft auf Elfmeterschießen raus. Oh, also, leck mich doch an, da ist direkt ein Haken. Das könnte ja. Und der zeigt ja nicht genau in na- Ich glaube, der zeigt dir nochmal die Luke. Ja, ja. Vielleicht lässt er sich auch fallen, vielleicht ist er ja nicht. Oder hängt ihr den Haken genau daneben? Oh, fies. Vielleicht kommst du ja nochmal raus. Scheiße, ich hab sie zu spät aber gesehen. Aber guck mal, ich hätte einen Generator da gemacht. Warum wusste derjenige das nicht, hä? Die Luke erscheint erst. Weil die Luke nicht aufgetaucht ist. Erst mit zwei Generatoren hättest du sie schon gesehen. Ah, leck mich doch am Arsch. Warum sind alle gestorben, so wie du prophezeit hast? Gut gemacht, gut gemacht. Ich hab mehr Punkte als Feier. Das Problem ist, ich bin auf seinen scheiß Trick reingefallen. Ja. Ah ja, man kann ja nicht immer Glück haben. Nicht wahr, Becky? Du hast eine ansatzweise Ahnung von der Stimme des Entities. Hör mal verzweifelt das Flüstern, wenn die umkreist. Ich wusste nicht, warum er ihn gesehen hat. 48 Meter? Ah. Krass. Tschüss, Killer, verpiss dich doch. Dummer Killer. Na gut, ich würde sagen, aber für heute machen wir Feierabend mit den Folgen. Wir hatten actionreiche Folgen. Oh ja, und backreiche Folgen. Also, es war was für jeden was dabei. Ja. Es war für jeden was dabei. Jetzt ja. Müssen wir erstmal hier in die Pause gehen. Unsere Spieler brauchen erstmal eine kleine Verschnaufpause. Ich glaube, Buzzer wird aus der Mannschaft gefeuert. Die Leistung wird mehr unzufrieden. Nein. Buzzer bekommt nur einen Aufbauseminar da, ansonsten geht das. Na gut, wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Auf Mal. Auf Wiedersehen. Adieu. Schön, dass ich das noch mit drauf habe. Ja, also ich hab's noch mit drauf. Ich auch. immer bin ich der. So.